Heißt, das Wesentliche haben wir schon, aber es gibt durchaus noch ein paar Regelergänzungen und Erweiterungen, die nehmen wir heute mit. Bevor wir damit starten, einmal anhand eines Beispiels eine Zusammenfassung von all dem, was wir gelernt haben. Ja, und dann sind wir schon so kurz davor. Einen fünften Teil wird es noch geben und dann seid ihr echte Skatspieler. Darauf freue ich mich jetzt schon. Mein Name ist Daniel und wenn ihr Skat mögt, wenn ihr diesen Kanal mögt, dann lasst gerne mal einen Daumen hoch da und vor allen Dingen auch ein Abo, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Lasst uns zur Auffrischung der Erinnerung einmal eine komplette Partie mit offenen Karten nachspielen. Der gelbe Spieler hat die Karten verteilt, alle Spieler nehmen ihre Karten auf, sortieren nach Farben und nach Buben, führen dann eine Blattbewertung durch und dann geht es mit dem Reizen los nach dem Schema geben, hören, sagen. Dieser Spieler hier fängt also an und er erkennt, ich habe 6 Trümpfe in Kreuz, ohne ein, den Kreuzbuben habe ich nicht, den Pikbuben schon. Ich habe ein Ass an der Seite, ich möchte also Kreuz spielen, kann bis 24 reizen, starte ganz easy mit 18. Der Spieler hier hört, hat kein Ass, hat nur einen Buben, hat keine 5 Trümpfe, hat einfach kein Gewinnspiel in der Hand und passt sofort. Geben, hören, sagen, weitersagen. Der Spieler hier schaut in folgende Karte, er hat 5 Trümpfe in Herz und noch 2 weitere Asse. Das heißt, er kann ein Herzspiel reizen und durchführen mit einem Spiel 2 mal Herz bis 20. Das heißt, er sagt 20 zum Spieler hier, der jetzt die Rolle gewechselt hat und hört. Der Spieler sagt ja, denn er kann sein Kreuz ja bis 24 reizen und notgedrungen muss der Spieler hier passen, sodass der Spieler in Mittelhand Alleinspieler wird. Er schaut in den Skat und findet jetzt relativ enttäuschend, muss man sagen, also keinen Trumpf dazu, kein Ass dazu, nichts in seine starke Farbe. Wichtig für ihn, dass er die Pik 10 los wird und drücken kann. Die Augen gehören nämlich bereits dem Alleinspieler, zusätzlich noch den Herzkönig. Dann hat er eine Farbe weggedrückt und bereits 14 Augen für sich gesichert und er sagt jetzt das Kreuzspiel an. Der Spieler hier wird das Spiel eröffnen. Erste taktische Feinheit auf den sogenannten kurzen Weg wird er aus einer langen Farbe üblicherweise ausspielen, also Karo oder Pik. Sagen wir mal, er entscheidet sich hier für die Pik-Lusche. Der Spieler hier in Mittelhand bedient mit der Dame und der Spieler in Hinterhand wird üblicherweise das Ass nehmen, denn auf den eigenen Partner zu schneiden, zu spekulieren, und jetzt hier nur die 7 zu geben, in der Hoffnung, mit dem Ass mehr zu bekommen, das ist beim Skat relativ verpönt. Das funktioniert nicht besonders häufig. Er wird also das Ass nehmen, 14 Augen, und wird dann wahrscheinlich die Pik 7 einfach zurückspielen. Spieler hier legt die 9 und der Alleinspieler hat jetzt die Wahl, will er stechen die 0 Augen oder möchte er eine andere Karte abwerfen, etwa die Karo 7. Tatsächlich kann er aber mit der Karo 7, wenn Karo günstig verteilt ist, später auch noch einen Stich machen. Üblicherweise wird er jetzt erstmal stechen und versuchen, die Initiative zu gewinnen, denn eine typische Taktik des Alleinspielers ist das Ziehen von Trümpfen. Er wird einen Trumpf spielen, wahrscheinlich einen Buben, um ein Trumpfmonopol aufzubauen. Das heißt, er möchte am Ende des Tages die Kontrolle haben, indem er der einzige Spieler ist, der noch Trümpfe über hat. Ja, der Spieler hier wird mit dem Kreuzbuben übernehmen und der Spieler hier wird entweder Trumpf Lusche geben, 0 Augen, um mit dem Karo-Buben noch einen Stich zu machen, oder aber er wird sagen, ah, die Chance ist mir nicht groß genug und wird den Karo-Buben dazugeben, um 2 Augen zu retten. Sagen wir mal, er tut das. Dann sind das 6 weitere Augen. Der Spieler hier kann fortsetzen. Pik kann er nicht mehr hinterher spielen. Vielleicht entscheidet er sich jetzt für Karo. Spieler hier nimmt die Lusche. Und jetzt hat der Alleinspieler die Chance, mit dem König nur mitzunehmen. Also noch nicht das Ass zu nehmen, nicht die höchste Karte, denn der König reicht. Jetzt allerdings droht ihm, wenn er nicht aufpasst, dass das Karo Ass abgestochen wird. Und deswegen wird er sehr wahrscheinlich sich entscheiden, jetzt die Trümpfe von oben zu ziehen, also mit dem Herz Buben hinzulangen. Trumpf König, Trumpf 7. Der Alleinspieler atmet auf, denn die Trümpfe sind nicht einseitig verteilt, sondern gleichmäßig verteilt. Er hat jetzt mit 2 Trumpfzügen bereits 4 Trümpfe der Gegner rausgezogen.
Er weiß, es fehlt noch das Trumpf Ass. Deswegen spielt er einen kleinen Trumpf. Trumpf Ass raus, rauf. Und der Spieler hier wird vielleicht zu Recht spekulieren, dass die Karo 10 noch einen Stich machen kann, wird seinem Partner etwas schmieren, etwas wimmeln. Und das könnte dann die Herz 10 sein. So, und jetzt wird der Spieler, wenn er denn listig ist, das Herz Ass ins Gefecht führen, ein Angebot machen, auch wenn er vielleicht schon ahnt, dass der Alleinspieler stechen kann. Der Alleinspieler wird jetzt hier auch stechen, denn wenn Karo gleichmäßig verteilt ist, dann kann die 7 noch einen Stich machen. Das überprüft er jetzt mit dem Karo Ass. Doch, es wird abgeworfen und mit der Lusche bedient. Also gibt es noch einen weiteren Stich mit der Karo Dame, Herz Dame, Karo 10 und der letzte Stich fällt mit dem letzten Trumpf wiederum an den Alleinspieler. Ja, die Karten werden gezählt. Wer nicht im Kopf mitzählt, kann hinterher auch die Stiche auszählen. Der Alleinspieler braucht 61 Augen zum Sieg, der Gegenpartei würden 60 Augen reichen, aber davon ist an sich nicht auszugehen, denn der Alleinspieler hatte eine starke Partie und es ist auch kein Unglück im Spielverlauf passiert. Das heißt, die Trümpfe saßen nicht besonders einseitig dagegen. Es wurde ihm auch nicht ein Ass abgestochen oder irgendwas Großes übergestochen. Also, dennoch, wir zählen einmal 14 Augen, 20 Augen, 41 Augen, 54 Augen. Also, es ist einigermaßen knapp, aber im Endeffekt doch locker gewonnen für den Alleinspieler. Schön und gut, aber welche Regeln fehlen denn jetzt noch? Und wie sähe eigentlich ein richtig gutes Blatt aus? Also eins, mit dem man den maximal möglichen Reizwert sagen könnte. Und was ist dieser maximal mögliche Reiz oder Spielwert? Dazu kommen wir jetzt. Und ich habe es hier auch schon mal vorbereitet. So etwa sähe schon mal ein richtig schönes Blatt aus. Leicht zu erkennen, vier Buben sind natürlich Premium, die vier obersten Trümpfe. Und mit den bisherigen Regeln würdet ihr da vielleicht ein Herzspiel ansagen. Acht Trümpfe mit einmal Ass und 10. Da kann man schon vorhersehen, dass die Gegenspieler gar keinen Stich machen werden. Ihr könntet vielleicht auch sagen, Moment mal, Herz zählt ja nur mit 4, spielt 5, weil das Trumpf Ass fehlt. 50, der Pik dagegen. Mit 6 Spiel 7 mal 11, 77 ist schon viel wertvoller. Den werden wir wohl auch gewinnen. Richtig gut beobachtet. Allerdings habe ich euch ja noch etwas verheimlicht und das ist das Spiel, nach dem sich die Skatspieler am meisten sehnen. Es ist der Grang. Der Grang ist daher so beliebt, weil sein Grundwert doppelt so hoch ist wie der beim teuersten Farbspiel, nämlich 24 Augen. Was ist das Geheimnis beim Grang? Es sind nur die Bubentrumpf. So einfach ist es. Es gibt also nicht nur die vier Farbspiele mit jeweils 11 Trümpfen, sondern auch noch den Grang mit nur 4 Trümpfen. Besonders wichtig beim Grang, dass ihr Buben, Asse und oder lange Farben habt. Ja, und dieses Blatt wäre ein Traumgrang mit 4 Spiel 5 mal 24 sind 120 Punkte Spielwert. Das ist doch schon mal toll. Ja, und jetzt können wir natürlich auch noch ein bisschen weitergehen, denn was wir eben schon gesehen haben, bei einem Herzspiel wäre schon vorherzusehen, dass die Gegner vielleicht gar keinen Stich bekommen. Und vor allen Dingen besteht auch mit diesem schönen Blatt gar nicht der Bedarf, noch in den Skat überhaupt zu schauen. Und da kommen wir jetzt noch zu ein paar Gewinnstufen, mit denen wir die 120 Punkte noch weiter aufpeppen können, noch weiter treiben können. Und das sind die folgenden. Wenn ich bei einem Spiel nicht in den Skat schaue, auf dieses Privileg verzichte, entweder weil ich einfach nur mehr Punkte haben möchte oder auch weil mich die Gegner durch ihre Reizung quasi ein bisschen dahin treiben. Ne? Mein Risiko wird größer, aber ich bekomme dafür eine weitere Gewinnstufe. Das heißt, wenn ich hier mit etwa Grang spiele, ohne in den Skat zu schauen, dann ist das ein sogenannter Grang Hand und der zählt dann mit 4 Spiel 5 Hand 6. Also es gibt für dieses Handspiel eine weitere Gewinnstufe, einen weiteren Multiplikator oben drauf. Würde ich mit dem Blatt übrigens bedingungslos empfehlen, also gleich Skat zur Seite schieben, Grang Hand, sehr beliebtes Spiel. So, und dann haben wir hier aber noch weitere Stufen, und zwar Schneider. So, was ist der Schneider, der berühmte? Na, Schneider sind auch Leute. Das tapfere Schneiderlein, darum ranken sich viele Skatsprüche. Wir haben ja
inzwischen rausgefunden, 120 Punkte sind im Spiel. Du brauchst als Alleinspieler 61, um zu gewinnen, also ein mehr als die Hälfte. Wenn du allerdings so ein gutes Blatt hast oder auch so gut spielst, dass die Gegner am Ende des Spieles nur 30 Augen oder weniger, also nur ein Viertel der gesamten Ausbeute haben, dann hast du sie Schneider gespielt. Und dafür gibt es eine weitere Extrastufe. Also mit 4, Spiel 5, Hand 6, Schneider 7. Und schon sind wir bei 168 Augen. Und wenn du es wie in diesem Blatt schon vorhersehen kannst, dass die Gegner nicht aus dem Schneider kommen werden, weil sie hier nur einen Stich überhaupt mit dem Herz Ass machen können. Es fehlt nur Herz Ass 9 und 7. Das wirst du mit dem König, der Dame oder der 8 am Ende rauslocken. Dann kannst du potenziell diesen Schneider sogar schon ansagen. Also Granghand Schneider angesagt. Wichtig hier zu wissen, Schneider-Ansage ist nur bei Handspielen möglich. Nach Skataufnahme darfst du Schneider nicht mehr ansagen, kannst dann aber dennoch im Spielverlauf Schneider noch erspielen. Also Granghand mit 4, Spiel 5, Hand 6, Schneider 7, angesagt 8. Damit hast du dich allerdings verpflichtet, wirklich auch 90 Augen oder mehr zu machen. In dem Moment, wo die Gegenpartei 31 Augen erreicht und du den Schneider angesagt hast, hättest du verloren. Ja, und dann können wir es noch auf die Spitze treiben, Schneider schwarz. Schwarz bedeutet, die Gegenpartei hat nicht einen einzigen Stich bekommen. Das wäre in dem Fall an sich nur dann möglich, wenn etwa das Herz Ass im Skat liegt oder du es vorher schon in der Hand hast, dann kann es dir passieren, du spielst Granghand mit 4, Spiel 5, Hand 6, Schneider 7, angesagt 8, Schwarz 9. Das heißt, jetzt sind wir schon bei 216 Punkten und dann haben wir als krönenden Abschluss noch das Ouvert. Grand Ouvert, das ist das beliebteste Spiel von allen. Dazu solltest du dann allerdings das Herz Ass direkt schon im Blatt haben, in diesem Beispiel. Und hiermit kannst du direkt einen Grand Hand Schneider schwarz angesagt offen auf den Tisch legen. Egal wie gut die Gegenspieler sind, egal wie erfahren sie sind, sie können bei diesem Spiel keinen Stich machen und somit spielst du Grand Ouvert und der zählt mit 4, Spiel 5, Hand 6, Schneider 7, angesagt 8, Schwarz 9, angesagt 10, offen oder Ouvert 11. 11 mal 24, 264, das ist das maximal mögliche Gebot beim Skat und das ist das Blatt, auf das alle Skatspieler warten. Manchmal bekommst du nur eine Handvoll Grand Ouverts im Leben, manchmal musst du 20 Jahre warten, bis du überhaupt einen bekommst. Dennoch, das ist das Maximum, was möglich ist. Und die Stufen Hand, Schneider, Schwarz, die lassen sich auch mit den Farbspielen kombinieren, also die sind nicht exklusiv beim Grand. Auch ein einfaches Karo-Spiel, bei dem du dann 95 Augen erzielst, zählt eben mit einem Spiel 2, Schneider 3 gleich 27 Punkte. Der Spielwert ist das gleiche wie der Reizwert, den du hinterher für dein Spiel auch aufschreiben darfst. Können wir jetzt endlich an den Skattisch und die neu gelernten Regeln verproben? Ja, fast. Also gib mir noch mal eine kleine Sekunde, um ein paar Sachen noch mal hier klarzustellen, abzurunden, dann kann es losgehen. Zunächst mal, falls das eben nicht ganz deutlich geworden ist, Gewinnstufe Ouvert geht nur im Zusammenhang mit der Schneider-Schwarz-Ansage. Ist also von daher super selten. Dafür auch Farbspiele können Ouvert gespielt werden, allerdings ein Farbhandspiel Schneider-Schwarz angesagt und direkt offen auf den Tisch gelegt ist super selten, noch seltener als Grand Ouvert und das liegt daran, dass du sehr häufig dann auch einen Granghand spielen könntest und der einfach mehr Punkte zählt. Das ist übrigens der gleiche Grund, warum Farbspiele mit 8 Spiel 9 oder sogar mit 10 Spiel 11 oder mit 11 Spiel 12 einfach so gut wie nie vorkommen. Fast immer ist der Grand Hand mit 4 dann doch deutlich attraktiver, weil er eben noch mehr Punkte bringt. So, das sind so die Ausnahmesituationen. Deutlich häufiger wird es euch passieren, dass ihr nun mal leider ein Spiel auch verliert. Ja, ihr habt vielleicht schon ein bisschen riskant gereizt, im Skat war nur Schnee, die Trümpfe sind
einseitig verteilt, es wird noch ein Ass gestochen, es gibt so viele Möglichkeiten, ihr verliert jetzt einfach mal ein Spiel und das ist nicht der Weltuntergang. Allerdings muss man wissen, es zählt Minuspunkte und zwar doppelt. Also, Karo mit einem Spiel 2 verloren 4 minus 36 Punkte. Das lässt sich immer noch leicht ausgleichen, wieder mit einem gewonnenen Kreuz mit 2 Spiel 3, der 36 Pluspunkte zählt. Wenn ihr den allerdings verliert, mit 2 Spiel 3 verloren 6 mal Kreuz, das sind schon minus 72, das tut schon ein bisschen mehr weh. Da bräuchte man jetzt zum Ausgleich schon wieder einen Grang etwa mit 2 Spiel 3 plus 72. Wenn ihr den auch verliert, dann 2 Spiel 3 verloren 6 mal 24 minus 144. Da fängt es an, wirklich weh zu tun. Noch schlimmer wird es beim Grang mit 4 oder gar Granghand mit 4 Spiel 5 verloren 10 oder mit 4 Spiel 5 Hand 6 verloren 12, minus 240 oder minus 288, so viel Minuspunkte in einem Spiel, da müsst ihr dann schon sehr lange für stricken, um das wieder rauszuholen. Das sei nicht empfohlen. Häufig ist so ein bisschen die Abwägung, den Grang zu spielen, weil er viele Punkte natürlich bringt, aber er ist dann manchmal auch ein bisschen riskanter als ein Farbspiel. Meine Empfehlung im Zweifel doch eher auf das sichere Farbspiel setzen, insbesondere solange ihr noch nicht so viel Erfahrung habt. Also lieber die Taube, den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, die euch dann richtig teure Punkte kosten kann. So, dann haben wir noch einen weiteren Spezialfall. Keiner möchte überhaupt reizen. Ja, kommt auch vor. Keiner hat ein Gebot, keiner kommt bei der Blattbewertung auf den Gedanken, ein Spiel machen zu wollen. Dann wird einfach eingepasst. Also passe, passe, passe. Das Spiel wird jetzt nicht wiederholt, sondern das Spiel wird als eingepasst in die Liste eingetragen. Das heißt, der nächste Spieler wird Geber. Ja, ist nicht besonders beliebt, kommt aber auch nicht besonders oft vor. Und dann als letzte Situation noch die Möglichkeit zu überreizen. Was passiert eigentlich, wenn ich mehr gereizt habe, als ich letztlich für einen Spielwert habe? Und ja, das kann entweder daher kommen, dass ihr einfach mal 20 reizt und dann ein einfaches Karo-Spiel ansagt, weil ihr es vielleicht vergessen habt, weil im Skat zwei Karos lagen. Ja, wenn ihr dann nicht Schneider spielt, habt ihr eben verloren. Wenn ihr den Schneider im Spiel schafft, habt ihr den Reizwert noch erfüllt, dann ist wieder alles okay. Das häufigere Szenario ist, dass ihr ein Spiel ohne Spitzenreiz, also zum Beispiel Karo ohne Vieren oder so, und jetzt beim Reizwert von 30 plötzlich Pik Bube oder so findet. Ja, Pech, ne? Kommt aber vor, könnt ihr die Möglichkeit, müsst ihr im Prinzip beim Reizen schon mit einkalkulieren, denn der Skat gehört nun mal euch, also auch der Pik Bube, also könnt ihr nicht einfach sagen, ja, ich drücke den Pik Buben wieder so, das wird schon keiner mitbekommen. Nein, der Pik Bube ist euer, ob ihr ihn nun drückt oder nicht, das heißt, das Spiel ist dann plötzlich nicht mehr ohne 3 Spiel 4, sondern nur noch ohne 1 Spiel 2, was wird typischerweise gemacht, auch hierfür bietet der, wo ist er denn? Der Grang, die Lösung. Das heißt, oft müsst ihr dann zwangsweise in den Grang wechseln, also den Plan ändern und einen Grang ansagen. So, ich würde sagen, nur haben wir es. Das war der vierte Teil der Skat-Regelreihe hier auf meinem Kanal. Ich bin Daniel. Wenn es euch Spaß gemacht hat, Daumen hoch, Abo nicht vergessen, Skat-Freunde, Discord-Server anschauen, beitreten, völlig kostenlos. Ein Teil haben wir noch, aber ihr seid schon so weit gekommen. Ich bin stolz auf euch. Ich glaube an euch und ich denke, jetzt noch aufzugeben ist keine Option. Wir sehen uns früher oder später am Skattisch.